Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's, euer Christian von Big Fish Media und heute wieder am Fluss unterwegs. Beim letzten Mal habe ich ja versucht, einen Karpfen zu fangen, hab's geschafft, aber der war leider nur so groß. Deswegen habe ich mir beim Gregor aus dem Keller ein paar Boilies geklaut. Darauf sollen ja meist die größeren Fische beißen. Ich bin gespannt, ob das heute klappt. Dazu eine schöne Karpfenrute, 3 Meter mit einer schicken Freilaufrolle von der Firma Gerlinger. Drückt mir die Daumen, ich hoffe wirklich, heute geht was. Ich habe die Rute jetzt mal zusammengesteckt, sieht wirklich edel aus. Für 23 Euro, denn so teuer ist die Rute oder so günstig, kann man echt nichts sagen. 3 Meter lang, also ist eher so eine, ja man sagt Stalker-Rute. Das heißt, wenn ihr am Ufer entlang pirscht und dann Karpfen seht, ist die schnell zusammengesteckt und hat auch eine schöne Länge, um so im Gebüsch oder sowas zu angeln. Mit der Rolle dazu, das ist ja so eine Freilaufrolle, passt wirklich gut, sehr dezent, schwarz alles, matt und glänzend kombiniert. Passt, würde ich sagen. Gucken wir doch mal, ob da drauf auch Fische beißen. Ich habe jetzt hier eine 28er Hauptschnur drauf. Dann gibt es hier eine Festbleimontage mit einem No-Knot-Rig. Und da ist der Boilie drauf. Also eigentlich ganz einfaches, klassisches Karpfenangeln. So habe ich es schon vor 20 Jahren gemacht. Ein einzelner Boilie ist hier drauf. Man könnte jetzt noch so ein Fake-Maiskorn, wie ich das in Ungarn gern gemacht habe, oder sowas drauf machen. Aber wir probieren es so. Boilie. So ein fischiger Mix ist das, schön rot, den sehen die Fische auch. Den werde ich jetzt mal da hinten rein befördern, wo ich auch den kleinen Karpfen hatte und den Barsch. Dann gucken wir mal, ob da was Größeres beißt. Perfekt. So. Legen wir die Rute hier auf den Bissanzeiger. Braucht man nicht die ganze Zeit auf die Rute starren. Vollkommen ausreichend. Wenn der Fisch jetzt beißt, dann piept's und er ist hoffentlich gehakt wegen der Selbsthakmontage. Gucken, ob es klappt. Die Rute liegt, der Bissanzeiger ist an. Alles ist scharf. Es kommen noch 2 Hände Boilies da rein. Das sollte reichen. Und jetzt muss nur noch ein Fisch vorbeikommen. Gucken wir mal, was beißt. Hier gibt es ja Döbel, Barben, Karpfen. Sowas könnte man alles auf die Boilies fangen. Ob das heute Abend klappt, gleich geht die Sonne unter. Das werden wir natürlich sehen, wenn was beißt. Auf jeden Fall die Rute zum Werfen und sowas war super. Sieht auch gut aus. Sieht man ihr nicht an, dass sie nur um die 20 Euro kostet. Ich denke mal, für einen Karpfen zu fangen, wird es ausreichend sein. Jetzt geht der gemütliche Teil los. Schöner wird es natürlich aussehen, wenn ihr 2 Rutenhalter nehmt, den einen noch hinten an den Griffen in die Erde steckt, um dann das Griffteil reinzubauen. Das sieht dann ein bisschen professioneller aus oder auch ein Rodpot mit 2 Stück direkt, aber ich möchte es ja hier nur mal am Abend ein bisschen auf Karpfen probieren. Dafür ist das vollkommen ausreichend. Ich brauche auch nicht viel schleppen, denn ich muss hier ein ganzes Stück von meinem Auto aus latschen. Und ja, mit einem Rutenhalter läuft es sich besser als mit einem ganzen Rodpot und sonst was. Ich habe noch eine Matte dabei, falls ein Karpfen beißt, damit ich den ordentlich ablegen kann und nicht hier auf die Blätter oder auf den Boden. Ja Leute, die Sonne ist weg und es wird extrem kalt. Ich sehe sogar meinen Atem schon. Und hier der Fluss, der ist auch schon richtig am Dampfen. Wir hatten jetzt die letzten Tage so einen Wetterwechsel gehabt. Letzte Woche hatten wir noch so um die 15 Grad. Und richtig knalle Sonne. Und jetzt sind es die ersten kalten Tage. Ich hoffe mal, der Wetterwechsel ist nicht dafür verantwortlich, dass die Karpfen hier nicht beißen. Ich sitze jetzt so 1,5 Stunden hier, hatte noch keinen Zupfer und nichts. Werde jetzt die Rute mal reinziehen, den Boilie kontrollieren, nochmal neu ausschmeißen, bevor es ganz dunkel ist. Ja, und dann bleibe ich noch so 1-2 Stündchen und hoffe natürlich, dass noch was beißt. Aber das ist Angeln und kein Fische fangen. So, mal gucken, wie das hier aussieht. Das sieht noch sehr gut aus, alles. Boilie ist noch dran. Der Haken ist noch schön spitz. Ich habe auch nirgendwo festgehangen. Das heißt, das Ganze wieder raus. So, jetzt habe ich mal ein Stück weiter in die Strömung geworfen. Und
werde die Rute wieder ablegen. Der Hänger wieder in die Schnur. Freilauf auf. So. Perfekt. Muss ich noch ein bisschen legen, das Blei und alles. Rollt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen an die Strömungskante ran. So, jetzt hat sich alles beruhigt. Rute ist scharf, liegt am richtigen Platz. Nachfüttern werde ich jetzt erstmal nicht mehr, denn es hat ja noch nichts gebissen. Und wenn ich jetzt einfach nochmal fütter, dann, Fische waren noch keine da, sonst hätten sie wahrscheinlich meinen Boilie gefunden, der am Haken ist. Ist mir auf jeden Fall zu unsicher, als dass ich da jetzt nochmal was nachfüttere. Ja, und dann müssen wir warten. So ist das halt mit dem Karpfenangeln. Wahrscheinlich wäre es besser, mal sein Zelt aufzuschlagen und hier dann wirklich über Nacht zu bleiben, um dann die guten Beißzeiten mitzunehmen, nämlich die Abenddämmerung, die haben wir jetzt, und auch noch die Morgendämmerung dann. Und die ganze Nacht ist ja für Karpfen auch Topzeit. Nur mal eben schnell nach der Arbeit einen Karpfen zu fangen, scheint schwierig zu sein. Vielleicht sollte ich auch mit den Boilies vom Gregor ein bisschen länger füttern. Hier vielleicht mal 1, 2, 3 Tage hier hin und Boilies vorher reinwerfen und dann diesen Platz hier befischen. Aber dann muss ich mich beim Gregor natürlich nochmal bedienen. Da komme ich mit der kleinen Tüte nicht hin. Also wenn es jetzt heute keinen Karpfen gibt, dann werde ich auf jeden Fall ein paar Tage füttern. Denn das ist beim Karpfenangeln sehr oft eine Garantie fürs Fangen. Auch wenn es noch keine hundertprozentige ist, die gibt es ja nie. Darum gehen wir ja angeln. Aber mit ein bisschen Futter drin und ein paar Tage vorher vor allen Dingen läuft das. Aber jetzt verlasse ich mich erstmal auf mein Glück. Genieße den Sonnenuntergang. Ja, die Sonne ist jetzt fast weg. Ich habe schon eben ein Reh auf der anderen Seite gesehen, hat am Wasser getrunken. Wirklich toll. Darum gehen wir doch angeln. Wenn jetzt noch so ein Karpfen beißt. Naja, ich setze mich nochmal hin, Leute. Ich hab's gerade gesagt, hoffentlich beißt gleich was. Die Kamera gerade ausgemacht. Da hat's gebissen. Der Bissanzeiger, dieser kleine Hänger, der ist voll nach oben geflogen. Der Freilauf, volle Pulle. Es ist jetzt kein Karpfen, glaube ich. Ich habe was Langes gesehen. Ich glaube, es ist eine Barbe. Oh, Leute, aber eine richtig schöne. Wahnsinn. Ich habe echt weiche Knie, denn der Biss, der war der Hammer. Ich guck mal, was wir da jetzt haben. Oh, ich glaube, es ist ein großer Döbel, Leute. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Guckt euch den Apparat an. Meine neue Matte hier, die wollte ich eigentlich zum Raubfischangeln nehmen, aber die war jetzt praktisch, weil die schön leicht ist. So, schön nass. So, dann heben wir den dicken Döbel mal raus. Oh, der hat noch richtig Power. Leute, guckt euch den Döbel an. Guckt euch den Döbel an. Wahnsinn, ist das ein... Ist das ein Monster? So, dann machen wir den mal vom Haken ab. Nein, der Haken hat schön vorne gegriffen. Guckt euch den Döbel an. Wahnsinn. Ich denke mal, der hat schon... Naja, wir haben auf der Matte haben wir auf jeden Fall ein Maßband. Ich kann gleich mal messen. Schöner Fisch. Also da hat die Karpfenrute schon gezeigt, was sie kann. Sauber ausgedrillt und wirklich keine Probleme gehabt. Also mit einem Karpfen wird die Rute auch keine Probleme haben. Und das ist wirklich ein toller Fisch hier. Fast 60 cm, da freut man sich doch. Super. Der Boilie sieht noch gut aus, der kommt noch mal rein. Auch wieder in die Mitte von der Strömung da. Das hat sich ja bewährt gerade. So. Das passt. Freilauf wieder an. Da muss ich erstmal diesen kleinen Hänger suchen. Den habe ich jetzt hier im Eifer des Gefechts irgendwo verloren. Beim Anschlagen, glaube ich, ist er weggeflogen, aber den finde ich schon. Leute, war auf jeden Fall geil hier, der dicke Döbel. So einen Riesendöbel habe ich im Bach noch nie gefangen. Wirklich, das war ja
ein Schiff gewesen, hat Spaß gemacht. Die Karpfenrute hat den super ausgedrillt, war natürlich auch nicht viel zu tun für die Karpfenrute. Ich könnte ihn relativ leicht rankurbeln, hier vorne hat er noch mal ein bisschen Action gemacht. Aber ein, zwei Stündchen bleibe ich ja noch. Er hat eben wirklich direkt gebissen, nachdem ich da erzählt hatte, was ich noch vorhatte und füttern gehen will und so weiter. Hoffen wir einfach, dass noch einer kommt. Ja Leute, 6:30 und stockdunkel und es wird langsam echt kalt. Also ich habe mich ja warm angezogen, ich nutze da immer diese Zwiebelschalentechnik. Also viele Schichten von Klamotten übereinander. Wichtig ist dann noch gute Schuhe, dicke Socken, damit ihr an den Füßen nicht friert, weil sobald es kalt an den Füßen wird, dann wird es auch richtig ungemütlich. Also ich halte es noch aus, aber es wird richtig kalt. Ja, den dicken Döbel habt ihr gesehen, wirklich Hammer, hat Spaß gemacht und ich bin mir sicher, mit der Route könnt ihr auch Karpfen fangen, egal ob am Fluss oder am See. Und da ich natürlich wieder für euch einen rausgehauen habe und der Firma Angelsport Gerlinger diese Route hier aus den Rippen geleiert habe mit der Rolle, möchte ich unter allen netten Kommentaren diese Route und diese Rolle verlosen. Ich habe jetzt mal reingezogen, der Boilie ist noch dran, sieht noch alles gut aus, aber es wird extrem kalt, Leute. Also wir haben hier so um die 2 Grad jetzt. Ihr seht das, vielleicht kann man meinen Atem sehen hier auf dem Video. Und ja, langsam wird es kalt. Wenn ich jetzt ein Zelt dabei hätte, meine Liege, einen dicken Schlafsack oder sogar noch eine Zeltheizung, dann wäre das besser auszuhalten und ich würde noch ein bisschen angeln. Aber so wird mir kalt. Ich habe auch den ganzen Tag gearbeitet. Nach der Arbeit jetzt hier den tollen Döbel gefangen. Tolle Momente hier in der Natur erlebt. Ich hatte eine dicke Wanderratte, die mir die Gregor-Boilies fast aus der Hand gefressen hat. Also die Boilies scheinen gut zu sein. Dicker Döbel, fette Wanderratte. Für mich geht es jetzt nach Hause aufs Sofa. Ich habe Spaß gehabt und ich hoffe, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem meiner Videos. Das nächste Mal geht's an den Bach. Dann seid ihr natürlich auch wieder dabei. Bis dann, euer Christian. Zu guter Letzt, Leute, bevor ich es vergesse, die Route aus dem letzten Video hier für die Firma Angelsport Gerlinger, die ich hier am Fluss gefischt habe, mit der ich diesen kleinen Karpfen fangen konnte, die Teleroute zusammen mit der schönen Freilaufrolle, die bekommt der Mountain Man, gezogen aus allen richtigen Kommentaren, 6 Ringe hatte die Route. Namen Mountain Man poste ich nochmal hier. Schick eine E-Mail an bigfishmedia@web.de mit einem Screenshot von deinem Account, damit wir wissen, dass du es bist. Und die Firma Gerlinger wird dir Route und Rolle nach Hause schicken. Dir drücke ich die Daumen. Viel Spaß mit der Rolle und der Route. Dicke Fische, dickere als meinen kleinen Karpfen, hoffe ich natürlich. Aber auch das macht Spaß und euch allen anderen natürlich auch. Viel Erfolg, fangt was, habt schöne Stunden am Wasser. Bleibt gesund, Leute, besonders zu dieser Zeit. Passt auf euch auf. Euer Christian.